neues Spiel, neues Glück. Mit Dragl und Killkarpfen. Wir reden gerade über. Ach shit, ich muss meine Klamotten ändern. Glutamat. Ja. Shit. Was? Ja, ich wollte meine Klamotten noch ändern. Kannst ja noch, hast 29 Sekunden noch. Ja, aber ich habe mich verklickt. Ja, warte, jetzt muss ich dir das zeigen. Ha? Guck mich an. Wo bist du? Neben dir, guck mich an. Okay. Ja, es ist cool. Es ist das neue Ding. Warte mal, ich habe glaube ich auch Schon, sowas. Wa? Kann ich irgendwie, kann ich, warte mal, ich habe, wie geht mein Team-Emote? Warte mal, Team-Emote, ich habe ein neues. Guck mal, ich habe auch eins für dich. Ah, oh, schade. Ja, weil die, das ging jetzt nicht, weil der vor mir stand. Ja, weil er nicht geboxt hat. Ja, ja, ging nicht. Ich mache das Intro einfach nochmal, weil es so schön ist. Wohin eigentlich? Ich mache das Intro einfach nochmal. So. Wo gehen wir raus? Gestern, ich bin gestern von Knut gestorben worden. Oh, das war auch lustig. Ey, wir haben gestern so lustige Sachen gemacht, wir zwei. Es war echt witzig. So, Kommen wir bis dahin? Vermutlich nicht, ne? Egal. Also ich hätte mit Knut noch eine Rechnung offen. Ey, aber ja, an Knut sind wir jetzt schon vorbei, oder? An Knut sind wir jetzt schon vorbei. Machen wir beim nächsten Mal. Ja. Knut ist aber lustig, das stimmt, ey. Und vor allen Dingen das Loot, was bei Knut ist, also das Knut-Loot ist... Knuts-Loot. Knuts-Loot ist gut. Knuts-Loot. Ja, Knuts-Loot ist echt gut, also... Ja. Vielleicht finden wir ein Auto und können dahin fahren. Ja, darauf wird es hinauslaufen, weil so weit fliegen wir hundertprozentig nicht. Ja, das war ja auch der Plan. Ja. Drage, such nach einem Auto. Ich hoffe, du hast deine, wie heißt es, Sichtweite auf maximal eingestellt in den Game-Einstellungen. Ja. Ich hau dir jetzt mir die ganzen Profi-Tricks raus hier. Und der Killkarpfen lacht sich so einen Ast, weil er sagt, das sind keine Profi-Tricks, das ist irgendwie PUBG 101. Aber tatsächlich ist es so, Sichtweite auf Maximum und dann siehst du Autos weiter. Du erzählst solche Sachen ja immer in deinen Videos, weißt? Also das hätte ich jetzt zum Beispiel schon gewusst. Okay. Ich sag's einfach immer. Und dann sagst du ja, skip, wenn ich was erzähl. Das ist noch so, je weiter du gucken kannst, desto weiter kannst du gucken. Das ist so der Inhalt von deinen Tipps. Davon ist ein Auto, guck, das habe ich jetzt nur gesehen, weil meine Sichtweite so ultra weit ist. Das habe ich auch schon markiert gerade. Ach so, das, was dein Marker, diese, ich dachte, du hast mein so Marker, zum vor Stück... dem ich gesagt habe, da ist ein Auto. Ja, echt? Das sollte das Auto sein. Ich hab keinen Zeugen dafür. Warte mal. Okay, jetzt. Oh, ich habe so Heuschnupfen, ey. Ich muss die ganze Zeit so vor mich hin röcheln. Okay, noch ein Tipp, wo ich nicht weiß, ob ein Killkarpfen schon kennt. Wenn ihr mit 800 DPI spielt, dann ist es schlechter, als wenn ihr mit 1600 DPI spielt und dafür die Sensitivity im Game runterdreht. War das was Neues für Killkarpfen? Ich beschäftige mich mit sowas nicht, ich spiele einfach. Nee, das ist, also das ist Extended Quick Draw hier. Das ist wichtig, weil wirklich die Maus wird viel smoother, sagt man das? Smoother? Ah, warte mal, ich muss das Zeug wieder ausschalten hier. So, jetzt. Ich habe so viele verschiedene Spiele, die ich spiele, für die ich eine bestimmte Mauseinstellung brauche, da muss ich nichts irgendwie umstellen. Also ich kriege hier anderen Spielen einen Föhn. Nee, aber das stellst du bei der Maus an, die DPI. Ja. Und dann musst du nur die Spiele wieder so einstellen, wie sie sich vorher angefühlt haben, und es ist wirklich ein Unterschied. Es ist definitiv ein Unterschied. Es ist einfach... Es löst genauer auf. Okay, also stirbst du nicht mehr so schnell. Ich spiele jetzt dreimal so gut wie vorher, effektiv eigentlich. Echt? Dreimal mindestens. Ja. Ja. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ja. Wir kabbeln uns immer ein bisschen so im Game. Ich weiß nicht, das Das kenne ich. Du kannst jetzt sagen, das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich habe kein einziges Scope. Ich glaube, Killkarpfen hat so einen ganzen Rucksack voller Scopes, nur dass ich keinen finde. Nö, ich habe nicht mal eine Waffe. Was? Ja, hier liegt gar nichts. Komm, lass mal die Karre nehmen und nach Dingsbums reinfahren. Hä, was?
Da liegt eine AKM, da liegt ein K98. Ja, ich bin in der Stadt. Ich weiß ja nicht, was mit dir abgeht. Du hast, bist in der Stadt und hast keine... Okay, Drakel, wo ist das Auto? Wo ist A, wo ist das Auto? B, wo ist Killgrafen? Auto links. Die Antwort ist... rechts. Hä, wo ist es? Ich sehe das Auto nicht. Ja, das Auto, das, wie ich gesagt habe, bin halt zur Stadt gefahren, ne? Ach, da ist das Auto. Dem ihr looten gegangen seid. Warte mal. Der hat uns jetzt ohne... Du tust jedes Mal so überrascht. Oh mein Gott. Das kann dich doch echt nicht mehr schocken. Es schockt mich immer wieder. Weißt du, ich habe noch so dieses Grundvertrauen in die Menschheit. Und es schockt mich immer wieder aufs Neue. Wenn sowas passiert. Wenn wir jetzt sterben, ich sag's dir. Wenn wir jetzt sterben. Dann seid ihr tot. Ja. Cool. Ja. Noch eine Weisheit. Schade, dass es den Elektroschocker in dieser Map nicht gibt, ich sag's dir. Stimmt, das wärst du schon längst geschockt worden. Das ist auch so witzig, da habe ich den Killgrafen mal geschockt, da war er dann nicht mal so ausgeglichen. Nee, stimmt. Aber er hat mich auch zurückgeschockt, also insofern war es, glaube ich, fair. Gestern war auch witzig, haben wir ein Video aufgenommen, und da wollte ich einen Gegner schocken, der war nämlich ganz in der Nähe, und Ostler hat dann diesen Blitz gesehen und hat schon gedacht so, was ist jetzt los, was läuft gerade schief im Spiel, bis ich ihm dann gesagt habe, dass ich gerade den Taser abgeschossen habe. Aber weißt du, wir haben da genug... Taser ist noch anders wild. Ja, wir haben zumindest eine Genugtuung gegenüber Killgrafen. Wir haben nämlich schon Waffen, nicht so wie Killgrafen. Der lootet nämlich die ganze... Ich habe jetzt eine voll ausgerüstete SKS, eine voll ausgerüstete Ace. Okay, so. Also ja, voll ausgerüstet ist. Hast du noch einen neuen Punkt? Ah, ich brauche. Ist so toll, dass man sich die Waffen angucken kann. Ja. Ich brauche auch unbedingt. Heilung wäre noch geil. Ich brauche, ja, Heilung ist gut, das stimmt. Mollys und was brauche ich noch? Scopes in rauen Mengen und Munition. Hier liegt ein Dreierrucksack. In der Kirche sind Scopes. Ich bräuchte einen Sechser oder sowas. Sechser wäre cool. Aber lass mal gut sein. Ich finde hier schon was, keine Sorge. Also ich muss echt sagen, zwischen 1600 und 800 DPI. Ja, das hole ich mir. Das hört sich gut an. Rest, ich glaube, ich spiele mit 2000. 2000? Ja, ich habe eine neue Maus. Ich dachte es, also okay, also bei meiner gibt es irgendwie 800, 1600, 3200 und das war's, glaube ich. Ich müsste nachschauen. Ich dachte, es sind immer diese, so, jetzt müssen wir mal den Abiturienten fragen. Wie heißt es? Die Vielfachen von 800? Ein Vielfaches von 800? Aber es kann auch sein, dass es 2000 gibt, keine Ahnung. Ich keine Ahnung. Ein leichter Griff wäre cool. Ja. Ich habe jedes Mal, wenn ich dich sehe, das Bedürfnis, auf dich zu schießen, ne? Na. No. Warum soll es dir anders gehen als mir, ey? Ja, weiß ich nicht. Ihr habt euch lieb, gell? Ja. 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 Ein schwerer Schaft wäre auch nice. Hier ist ein Sechser. Shit, ich brauche 5-6 Minuten Munition. Ja, da ist tatsächlich ein Sechser. Ja. Hey, du, glaub dem Killgrafen nichts. Erst wenn ich sage, dass da tatsächlich eins ist, don't trust verify, würde ich damit sagen. Don't trust, verify. Außer es geht um Gegner. Wenn du der Meinung bist, dass du da einen Gegner hast rennen sehen und Rest sagt, nein, da ist keiner gerannt, dann halte ich auf der Hut, da ist da meistens einer gerannt. Er ist einfach nur zu blind, sie zu sehen. Sind wir auch schon diverse Male dran gestorben. Kann ich mich nicht dran erinnern. Fake News. Nein, gar nicht. Fake News. Ich kann dir noch genau sagen, wo das war.
Man merkt schon, dass Kilkhafen tief im Inneren eine Frau ist, weil sie kann sich an alles erinnern. Vor allem, wenn es meine Fehler waren. Das ist schon so, ja. Ja. Daran kannst du es erkennen, weißt du? Ich kann mich an vieles erinnern. Ich weiß auch noch, dass ich 2017, als wir da sind wir in Richtung Urlaub gefahren, Richtung unserer Bungalows, und da war auf der Autobahn vor uns ein Auto mit dem Kennzeichen ACHT88. Okay. Ja, 2015 bin ich mit meiner Oma in Marlow zu einem Dieselpark gefahren und wir haben auf dem Rückweg auf der rechten Seite zermatschten Maulwurf auf der Straße gefunden. Oh mein Gott. Ja, nee, das kann auch, also wenn man sich an alles erinnern kann, das muss nicht immer gut sein. Nee, ich kann mich bei Weitem nicht an alles erinnern, habe ich im Abitur wieder gemerkt. Hier ist noch ein Sechser. Ich weiß gar nicht, was du hast. Es ist krass, es liegen überall Sechser rum. Es ist einfach, man stolpert über Sechser hier, das ist unglaublich. Ja. Aber weißt du, worüber wir so stolpern sollten? Ein Auto. Ja, ja, ja. War da nicht ein UAZ vorne irgendwo an der... Hier an dem Ding. Ja, ich habe 35 Bandagen. Da kann ich euch mal 6 Bandagen in den Kofferraum schmeißen. Da bin ich mal nicht so. Von den 35 kannst du 6 in den Kofferraum werfen. Ja, ich würde viel mehr wollte ich eigentlich nicht machen. So. Ich fahre jetzt einfach mal blind nach Schnauze, wa? Also es sind 6 Bandagen im Kofferraum, Leute. Die anderen 29 brauche ich für mich selbst. Ja. Kragel, weißt du, wie man auf den Kofferraum kommt? Ja, ja, ja. Einfach rausnehmen, bevor sie der Killkarfen hat. Ja. Nett. Ja, ja. Du fährst, wir verarzten uns. Und essen so. Pillen. Und essen Pillen. Verarztest du auch mich? Ja. Oder muss ich mich dann selber bei der Schule noch während des Fahrens? Ja. Ach komm, ich bin mal nicht so ganz ehrlich. Hau ich jetzt mal noch. Da wohnt eine Fliege auf dem Bildschirm. Geh doch mal weg. Das ist so eine kleine hässliche, eklige Obstfliege. Ja. Ja. So, jetzt habe ich euch nochmal 13. Oh Gott. 13 oh reingeschmissen Gott. Hier. Autsch. Oh Gott. Ach was. Profi. Ich fände es richtig cool, wenn man im PUBG blinken könnte und wenn es auch am Film geben würde. Das war gut. Ja. Oder auch so ein Blitzer oder so irgendwo. Weißt du, einfach nur just for fun. Einfach weil ich mal gerne auch so nach Verkehrsregeln fahren will. Ja, und das kostet dann BP, wenn du geblitzt wirst. So. Ja, du kannst auch tanken, aber tanken kostet auch diese Coins. Ja, 500 BP für einmal geblitzt oder so. Ja. Und dann noch schlimmer, wenn du in der 30er-Zone 60 fährst, dann musst du den Führerschein abgeben und du kannst nicht mehr ein Auto starten beim nächsten Mal, wenn du hinläufst. Oh mein Gott. Das wäre voll ein Desaster. Wo wollen wir eigentlich hin? Erstmal hier warten? Ey, ich will irgendwo auf dem Berg. Oben bei der Gondel warten? Ja, das können wir machen. Das ist eine gute Idee. Da sind wir schnell weg. Das, ja, like Gondel. Hätt ihr noch ein Auto? Ich sehe keins. Hab ich gerade noch was gehört? Also ich höre nichts. Gibt's hier noch... Sind wir hier in Bärenterrain? Ja, aber Bären klingen meistens nicht wie Autos. Nee, ich höre nichts. Das war die Gondel, oder? Ja. Also ich habe noch keinen Bär gesehen, der gehupt hat. So, jetzt. Irgendwas schießt auf uns? Von hier unten, roter Marker irgendwo, glaube ich. Ja, ja. Von dem Compound. Ich sehe sie nicht. Da. Drei Leute. Einer davon Gilly. Sind okay. Alle ein bisschen angeschmerzt. Sind die außerhalb der Zone oder was? Ja, aber wir auch. Pushen wir mal auf den Berg. Da oben ist ein Glider. Ja. Mal auf den Berg pushen. Ich habe keine Barrel gefunden. Das fuckt mich ein bisschen ab, ne? Ganz minimal. Mhm.
Gut, die könnten halt auch hier rumlaufen, ne? Ja. Die sind mit Sicherheit, die pushen mit Sicherheit auch auf den Berg rauf, wenn sie bis 10 zählen können. Hä, hey, also gab's diese Mine da drüben schon immer? Welche Mine? Die Kohlenmine da drüben? Ja. Ich habe echt zu wenig wie Candy gezockt in letzter Zeit. Kohlenmine ist voll geil. Shit, Mann, die kommen jetzt hier gleich rauf. Das kann gar nicht anders. Nicht. Ich sehe halt keinen. Nicht, dass sie jetzt doch links rumgehen. Wir müssen schauen, dass wir in die Zone kommen, Leute. Wir sind ja direkt hier oben. Ja, Dragi, bleib mal bei mir. Killkaufen glaubt nicht so sehr an. Wie heißt es? An Zusammenbleiben? Der ist ja. Doch, aber ich hab ungern drei Leute im Rücken. Falls du das verstehen kannst. Nee, verstehe ich nicht. Ja. Es gibt nichts Besseres als drei Leute. Geil von hinten, es gibt, ne? Es gibt nichts Besseres als drei Leute im Rücken zu haben. Das, ja. Vor allem, wenn die Handschellen haben und auf die Knie. Ja. Geil. Wie kommst du? Ah, da unten grüßt was? Auto? Ah, ja, kann es sein, das sind UAZ hatten? Die sind mit auf der Straße um uns rumgefahren, glaube ich. Meinst du? Ja, da habe ich gerade ein UAZ entlang Eiern sehen. Ja, der fährt hier vor mir. Bisschen unangenehm. Die sind nicht mehr hinter uns. Die sind nicht. Nee, die sind vor mir. Ja, die sind vor dir. Ja, geil. Oh, ich habe Heuschnupfen, ey. Snowmobil? Ja, ich hör's. Der Typ schießt echt aus dem Kleider raus. Unfassbar. Wir verbunkern uns hier und versuchen nicht aufzufallen. Mhm. Und in der Zwischenzeit können wir hoffen, dass Killkarfen nichts tut, was ihm... Ey, wir müssen weiter. So oder so, ne? Shit. Wir müssen auf die andere Seite der Mine. Das ist nervig. Ich hab halt drei Leute vor mir. Hast du die markiert? Nee, shit, sind weil überall. Ich die noch nicht sehe. Da kommt noch ein Auto. Dragel, wir müssen jetzt ganz chillig unterwegs sein, okay? Ich weiß nicht so recht, was Killkarfen macht. Auch noch nicht. Ich sterb wahrscheinlich gleich. Da ist ein Auto. Ich frag mich gerade, Drakel, wie lange das gut geht, was wir hier machen. Das sehen wir gleich. Ja. Die Frage ist eigentlich, jetzt können wir noch kurz Wetten abschließen lassen. Wer geht zuerst drauf? Killkarpfen oder wir? Übrigens, man sieht dich schon. Vorsicht, es schießt einer auf dich. Es schießen, glaube ich, mehrere auf dich. No shit, Sherlock! Ich frag mich an. Oh mein Gott, egal. Der Killkarpfen hat schon so viele Stunden in dem Game, ich hab da nur wenig Mitleid, wenn er sowas macht. Ja, ich bin umzingelt von Leuten, es hilft ja auch gar nicht, ich werde ja einfach weggerannt. Drage, nicht ignorieren einfach. Einfach ignorieren und mir hinterherlaufen. Ja, klar. Wir haben ihn gewarnt, er wollte wieder nicht hören. Ich wollte nicht hören, jetzt ich bin hat gleich tot. Ich bin umzingelt von 6. Du bist außerhalb der Zone? Ja, ihr hättet mich so oder so nicht geholt. Ja, was sollen wir machen, wenn du wild an so einer Klippe rumrennst und alleine anfängst auf Horden zu schießen? Jetzt mal serious, was soll ich da machen? Drage, komm mit. Ja, du hättest von Anfang an sagen können, dass du wegrennst. Du hättest nicht wegrennen können, weil du gewusst hast, dass vor mir drei Leute sind. Ey, ich habe gesagt, du sollst sie markieren. Du hast gesagt, ich sehe sie nicht. Wie kannst du auf sie schießen, wenn du sie nicht markiert. Siehst? Ja, aber nein, das war davor und dann habe ich sie markiert. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns schon ganz fleißig rübergesneakt gehabt. Drage, bist du da? Komm zu mir. Ich,
Ja, sehr gut, sehr gut. Wir spielen nicht die Helden, nicht wie andere Leute hier in diesem Team. Wir spielen Rattig, okay? Ah, wir spielen Rattig. Ja, ja, irgendwas muss ich ja tun. Ich hatte ja 6 Leute um mich rum. Also. Ja, genau. Wir spielen Rattig, okay? Das ist nämlich des Rätsels Lösung. Warte mal kurz. Ich muss ganz kurz. Wenn du jetzt gewinnst, ne? So, ja. Ich hab gleich nochmal hier hochgehalten. Hinter uns kam einer, aber so viel Zeit muss sein. Ich hab ihn gesehen. Hier. Ne? Oh, das ist es. So. Rechts von uns sind welche. Hier ist alles hart. Wir haben voll das krasse Zeug, aber wir sterben jetzt, weil links und rechts von uns sind welche. Komm mit. Komm mit. Siehst du den Typ da oben? Ja. Nicht drauf schießen. Scheiße, wir müssen außen rum. Die haben High Ground uns gegenüber, das wird schwierig. Jetzt kriegen wir es gleich, die sind wahrscheinlich zu viert. Ich sehe ihn. Ey, sag mal, ist der wirklich so blind? Das gibt's ja gar nicht. Der Bro ist wirklich so blind? Nee. Er ist direkt vor mir. Vor uns. Scheiße, da unten ist noch eine Horde. Vorsicht. Der ist hier oben irgendwo. Noch zwölf. Wir spielen Sneaky. Wir stellen uns nicht an die Klippe und fangen allein mit einer K98 an, auf Horden zu ballern. Ja, wenn man mit einer K darauf schießen würde, wäre auch massig. Der Kick. Wir sterben jetzt auch gleich. Krass, obwohl du Ratte spielst. Obwohl ich Ratte hier spiele. Ich spiele Ratte. Ja, ich identify as a rat. Ha? So. Ja. Guck mal. Hat auch dein Aussehen darauf angepasst, war. Ja. Drackel jetzt. Push. Wir müssen in die Zone pushen. Noch 11 am Start. Ja. Let's go. Knarre wegstecken und losspurten. Oh shit, rechts von mir einer mit einem weißen Ghillie. Beeilung mit der Peilung, rein mit der Heilung. Ja, das war zu spät. Du wurdest genockt von der Zone? Ja. Dann mache ich jetzt das, was ich am besten kann. Ich ignoriere einfach alle meine Mitspieler und versuche trotzdem irgendwie in die Zone reinzuratten. Yes. Oh mein Gott, Leute, ich sag's euch. Tot. Oh, schade Marmelade. Aber wir wurden nicht durch Gegner getötet. Hauptsache im Krieg, weißt du, wurden hey. Die Gegner erschossen. Ja. Wurden ja. Vom Netz getroffen. Ja. Viel besser. Das sind dann die Gräber des unbekannten Soldaten, da schreiben die nichts groß drauf. Die sagen ja, missing in action. So ein Typ in der SKS aus, wie die SKS für den Schmutz des Todes. Ich feiere das gerade immer noch ein bisschen. Komm, wir machen noch eins, weil es so schön war. Gerne, ja. Ich sehe gerade, du hast dich aber ganz schön gewehrt, Killkarpfen. Ja, ihr habt 6